730 Aussteller präsentieren sich in diesem Jahr auf der IZB in Wolfsburg. Die innovativsten unter ihnen besuchen wir heute. Die Firma Kostal, und ich habe mich verabredet mit dem Geschäftsführer Dr. Ludger Laufenberg. Guten Tag, Herr Dr. Laufenberg. Kostal präsentiert sich mit einem neuen Standkonzept. Was steckt dahinter? Herr Marschall, Kostal als Familienunternehmen präsentiert sich im Jahr 1 nach der Krise als solides, als innovatives, als partnerschaftliches Unternehmen. Mhm. Die Kostal DNA, habe ich gesehen, haben Sie wieder mitgebracht auf die Messe. Was steckt genau dahinter? Die Kostal DNA, Herr Marschall, repräsentiert unser Leistungsversprechen. Das Leistungsversprechen in einer Vielfalt von Eigenschaften. Wir werden dem sicherlich nicht jeden Tag überall auf der Welt gerecht, aber wir bitten unsere Kunden, uns Hinweise zu geben, wo wir uns verbessern, um jeden Tag ein Stückchen besser zu werden und uns in Richtung eines wertvollen Partners für unsere Kunden zu entwickeln. Und die Highlights auf Ihrem Messestand, die schaue ich mir jetzt mal an. Vielen Dank. Gerne. Und ich habe mich verabredet mit Carsten Wolf, der mir die globale Integration bei Kostal erklärt. Was steckt dahinter? Die globale Integration, Herr Marschall, ist Teil unseres Integrationsgedankens, unseres Integrationsansatzes. Ein Begriff, den wir umfassend verstehen, der damit nicht nur die Integration auf Produktebene oder Integration von Technologien beinhaltet, sondern auch die Integration auf globaler Ebene, wo wir Menschen, Kulturen einander näher bringen und im Sinne unseres Leistungsgedankens verknüpfen. Man sieht das hier sehr schön auf Ihrem Messestand. Erstmalig präsentieren Sie nicht nur Produkte, sondern auch Gesichter, und zwar die Gesichter der verschiedenen Märkte. Die Integration empfängt unseren Besuchern heute an sehr zentraler Stelle. Das unterstreicht nochmals die Bedeutung des Themas für uns im Unternehmen insgesamt. Wir haben hier die vier Regionen symbolisiert, Amerika mit Nord- und Südamerika, Europa, Indien und den asiatischen Kontinent. Und es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass die Integration kein Selbstzweck ist. Die Integration ist letztendlich die Voraussetzung für unsere Leistung des Komplexitätsmanagements, die wir unserem Kunden in globalen Projekten entgegenbringen wollen. Sehr schön. Und was das für die Produkte bedeutet, das schaue ich mir jetzt mal an. Vielen Dank. Und zwar mit Jörg Schwerak. Hallo. Hallo, Herr Marschall. Welche Produkt-Highlights können Sie mir präsentieren? Herr Marschall, ich würde Ihnen heute gerne wieder einige Highlights aus all unseren drei Produktlinien zeigen. Ich würde gerne starten mit unserem neuen Baukasten für VW, dem Peco 35 NG-Modul. Wie Sie hier sehen, haben wir ein Peco 35 NG-Modul Low Current auf das bestehende Schloss und die eckige Lenksäule appliziert. Und wir schaffen es gleichzeitig für den amerikanischen Markt, den NCS, eine High Current-Applikation auf die gleiche Lenksäule in den gleichen Bauraum zu applizieren. Damit sind wir in enger Abstimmung mit dem VW-Konzern wieder dabei, einen Baukasten zu schaffen, den wir nachher global der VW-Gruppe zur Verfügung stellen können. Eine weitere Stärke von Kostal: Schalter und Bedienfelder. Die zeigen Sie hier. Wir sehen hier ein kleines Potpourri von unseren Schaltern und Bedienfeldern, die wir in allen Märkten global unseren Kunden anbieten, auch in allen Baureihen, sowohl vom Rolls-Royce bis zum Chery runter. Ein besonderes Highlight würde ich Ihnen gerne zeigen, im Sinne, dass wir Standardapplikationen im Kontaktsystem immer wieder verwenden. Hier sehen Sie beispielsweise unseren Vielfingerschleifer-Kontakt, wo wir immer wieder die gleiche Qualität einsetzen, immer wieder das gleiche Produktionsprinzip, egal wo auf der Welt. Beispielsweise diesen Vielfingerschleifer produzieren wir 52 Millionen Mal pro Jahr und in verschiedene Applikationen einzusetzen. Ein weiteres Highlight, wenn Sie erlauben, zeige ich Ihnen: Schalter und Bedienfelder, je nach Kunde, fließen immer weiter zusammen. Wir sehen hier unsere erste Serienapplikation eines Faceplates, wo einfach verschiedene Bedienfelder in der senkrechten Mittelkonsolenteil zu einer Gesamtschaltereinheit zusammenfließen. Wir werden in Kürze mehrere Applikationen dieser Art von Kostal im Markt sehen. Sie sprachen von einem dritten Bereich, den Sie mir zeigen wollen. Ja, ich würde Ihnen gerne unsere Fahrerassistenzkamera näher bringen. Hier haben wir es geschafft, verschiedene Funktionalitäten in diesem Bauraum zu integrieren. Neben Funktionalitäten wie Lane Departure Warning, Traffic Sign Recognition, ist hier auch die Regensensorik, die Solarsensorik, die Beschlagsensorik in diesem gleichen Bauraum enthalten. Neben dieser sehr designorientierten kleinen Bauweise haben wir es darüber hinaus geschafft, die einzigste scheibenadaptive Sensorik auf dem Markt anzubieten und damit eine sehr robuste Bildstrecke möglich zu machen. Um das noch zu toppen, Herr Marschall, haben wir unsere zweite Generation aufgelegt und diesen Bauraum nochmal um mehrere Millimeter verkleinert. Damit erfüllen wir den Kundenwunsch, im Spiegelschatten fast komplett zu verschwinden.
Perfekt. Und was ich draußen noch gesehen habe auf Ihrem Messestand, das Thema der erneuerbaren Energien scheint bei Kostal auch in den Fokus zu rücken. Mehr als in den Fokus, Herr Marschall. Und deswegen sage ich Ihnen heute auch nicht zu unserer dritten Produktlinie Elektronik, sondern würde gerne an unseren Herrn Weltscholz übergeben, der im Sinne New Efficiency Ihnen einiges zu zeigen hat. Dankeschön, und da gehe ich jetzt mal hin. Das Thema der Elektromobilität befasst derzeit die gesamte Automobilindustrie und darüber hinaus. Und im Hause Kostal hat man sich Gedanken gemacht, wie man von ihr profitieren kann, nämlich wie? Herr Marschall, wir haben drei Geschäftsfelder. Das erste Geschäftsfeld, die Steckverbindung, hat eine Steckverbindung entwickelt, die in der Hochvolt-Applikation zum Einsatz kommt. Ein zweites wichtiges Beispiel sind die Wechselrichter, die in der Schnittstelle von der Photovoltaikanlage in die EVU-Netze die Energie speist. Und die dritte Applikation wären die Elektroniken, mit denen wir aus der elektrischen Energie wiederum die Motoren ansteuern. Und das in der Verbindungskette hilft uns, die Elektromobilität für Kostal ganzheitlich zu sehen. Und wir stellen dieses auf eine Ebene und nennen es Energieeffizienz. Und was ich hier auf Ihrem Stand auch gesehen habe, das ist spektakulär, nämlich ein ganz neues System, um Energie ins Fahrzeug zu bringen, und zwar berührungslos. Ja. Wir kennen die Lösung, wo steckergebundene Ladungen vorgesehen werden bei unseren Kunden. Und wir kamen vor Wochen auf die Idee, dass wir mit Hilfe einer Induktionsspule, so wie sie heute in entsprechenden Induktionsherden zu finden ist, dass wir diese Spule in eine Feststation in der Garage installieren und auf der Nummernschildseite des Fahrzeuges eine Sekundärspule installieren, die eine berührungslose Energieübertragung ermöglicht. Wenn wir mit solch einer Lösung 7 kW in das Auto speisen, dann haben wir einen entscheidenden Schritt im Sinne Komfortladung getan. Und hier auf der Messe haben wir einen sehr großen Zuspruch in diesem physikalischen Prinzip. Sehr spannend. Ich bedanke mich recht herzlich für diese Informationen über die Innovationen auf dem Kostal-Stand. Ihnen sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.